So. Ach ja, komm. Ich drücke auf den falschen Knopf, ne? Ja, jetzt will ich immer zum Ausweichen auf den rechten Steuerknüppel drücken. So, jetzt machen wir die erstmal. Pass mal, machen wir das so. Ah, wieder drücke ich den falschen Knopf, ne? Den muss ich drücken. So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Faith! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Jetzt ist er mit mir wieder dabei, ne? Vorher. Guck mal, das sieht genauso aus wie im ersten Teil, oder? Da hinten sind wir doch, im ersten Teil haben wir doch hier auch gekämpft, als wir die Klingen geholt haben. Wollen wir nicht vielleicht die Klingen mitnehmen? Also ich weiß nicht gerade, was du vorhast, aber ich würde... Er ist ganz sicher nicht hier reingekommen. Aber hier hingen doch die Klingen irgendwo, oder? Die habe ich doch hängen sehen vorhin. Hier, guck mal hier, da hängen sie doch, die Chaos-Klingen. Die will er aber auch, die will er nicht mitnehmen, offenbar. Na okay, dann müssen wir jetzt mal rausgehen. Da wollen wir doch mal schauen, was hier so geht. Wohin wollen wir laufen? In die Richtung? Naja, ich nehme an, der wird... Von da sind wir ja gekommen. Haben wir hier irgendwie... Vielleicht liegt da ja ein Abschiedsbrief oder irgendwas. Nee, Atreus hat keine Nachricht hinterlassen. Der ist einfach nur weg mit dem Wolf. Sehen wir irgendwie Blutspuren, wo der Wolf... Nee, der hat ja den Blut... Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Guck mal, das kann man doch gar nicht benutzen. Baldurs Kluft ist zu instabil, Bruder. Das würde der Junge nicht wagen. Okay, also doch in die Richtung. Ah ja, okay, also wir sind hier so ein bisschen eine ganz offene Welt. Ist es nicht? Wir laufen relativ linear hier lang. Aber da habe ich ja gar nichts dagegen. Geöffnet. Hier sind auch keine Spuren. Ja, dann schauen wir doch mal, wo hier Spuren sind. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Alter, schmeißt ihn doch nicht in den Fluss. Ach, guck mal, hier sieht man aber, hinterlasse ich eigentlich auch Spuren? Warte mal, wenn ich jetzt hier langlaufe, sieht man das? Ja, nur ganz kurz, okay. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Da hinten sind wieder Symbole an der Wand. Hier, er wird ja nicht, hier ist der Schlitten. Hier sind wir ja hergekommen, ne? Ja. Also ist er da lang gegangen. Kann man schnell rennen? Ach so. Aber das ist auch nicht schnell rennen. Das ist auch nicht schnell rennen. Er kroch hier durch. Okay, R2 ist schwerer Angriff. Ah, okay. Ah, wir machen einfach den Berg kaputt. Natürlich. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Ach, der Bifrost. Er hatte den Bifrost am Gürtel. Mit dem leuchten wir jetzt den Weg, ne? Der Bifrost ist ja das, was hier ein bisschen das Licht macht. Haben wir eine kleine Taschenlampe? Hier könnte Atreus wahrscheinlich durch, aber Kratos nicht. Halt, warte mal, was war das? Halten Sie L gedrückt und drücken Sie L3 zum Sprinten. Warte mal, ach nochmal, warte mal. Halten Sie, was war denn das nochmal? Halten Sie L2, L3, warte mal. Kann ich das nochmal sehen? Halten Sie L2 gedrückt, so, zum Zuschlagen wahrscheinlich.
Okay. Halten Sie L gedrückt und drücken Sie L3 zum Sprinten. Aber das hat ja gar keinen Sinn. Ach so, ja, ich verstehe. Er meinte, halten Sie den Analogstick gedrückt. Jetzt verstehe ich das. Können wir hier was machen? Nö. Also sprinten geht doch. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Okay, Kratos kann seine Axt mal wieder ziehen. Die Leviathan-Axt, okay. Drücken Sie R1 für einen leichten Angriff und Sie R2 für einen schweren, okay? Was ist das eigentlich? Sollen das irgendwelche Wikinger sein oder was ist das? Achtung, hinter dir! Ja, ich sehe doch hinter mir. Warte mal, ich habe noch was falsch gemacht. Halten Sie L1 zum Blocken gedrückt, drücken Sie X in der Bewegung zum Ausweichen. Okay, haben wir. Räuber, von links. Räuber, okay. Ah, okay. Hier kann man auch... Also hier muss man auch wirklich aus der richtigen Richtung blocken. Achtung, hinter dir. Der sieht ein bisschen aus wie der Sohn von Thor, ne? Guck mal. Verfluchte Räuber. Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Guck mal, hier sind wir ja gerade durchgekommen. Da müssen wir jetzt in die Richtung gehen. Da ist es, da ist ein Symbol dran. Nee, okay, kann man nur wegräumen. Ach, da sind rechts Lebenspunkte, ne? Finden Sie Heilungssteine. Hier, haben wir da. Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Okay, was hat Atreus das kaputt gemacht, um uns aufzuhalten? Hier liegt ein Bär. Ein Bär. Da liegt ein toter Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Jetzt haben wir auf jeden Fall Blut hier. Aber doch, hat doch nicht etwa Atreus die platt gemacht, oder? Kann natürlich auch sein, dass der Atreus sich verwandelt hat. Der, wenn ich mich erinnere, war das nicht seine Macht, dass er sich verwandeln kann? Bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß auch immer gar nicht, was die richtige Richtung ist, ne? Wir müssen drumherum. Da liegt was. Da ist eine Kiste. Aber da kommen wir gleich rein. Achso, guck mal. Die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Gleich, warte. Da hier ist erstmal wir nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. Hier haben wir unser erstes Hacksilber, okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in dem ersten Teil davon, ob ich da so viel Hacksilber überhaupt gebraucht habe, weil ich habe immer... Ich habe ja bis zum Ende hin gar keine Runen angelegt. Ich habe mich ja so blöd angestellt. So, halten Sie L2 und drücken Sie R1, um die Leviathan-Axt zu werfen. Ah ja. Keine dumme Idee, auf den Schwachpunkt des Stamms zu zielen. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Drei? Genau darum muss Atreus lernen, allein ja, zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Warte mal ganz kurz, wo können wir hier hingehen? Da unten lang, können wir hier noch was irgendwie mitnehmen? Nicht, dass ich irgendwas übersehe gleich. Da ist eine Kiste zum Beispiel. Da kommen wir aber so nicht lang. Von hier aus kommen wir nicht rüber. Okay. Geil. Ich bin hier, Niklas, herzlich willkommen. Ich bin an der PlayStation 4 am Start. Aber über den Computer mache ich das alles. Das ist sehr viel Blut, Bruder. Wir müssen ihn finden. Ja, also über den Computer, da habe ich mal noch eine ganz alte Elgato, habe ich da. Okay, das Eis kriegen wir so nicht kaputt. Hier oben geht's lang. Warte mal, irgendwo war eine Kiste.
Die haben wir gesehen von der anderen Seite. War das? Hier ist er, genau, ja. Ich bin das auch gerade zum ersten Mal, spiele ich das. Und ich muss euch ja sagen, God of War ist ja, egal welches Spiel man spielt, die sind alle echt cool. Aber hier ist es natürlich so, warte mal, hier war ich doch gerade, ne? Ja, hier ist ja ein Toter, sehe ich gerade erst. Hier ist natürlich so, dass dieses emotionale Vater-Sohn-Gespann, also die Geschichte, ne? Die nimmt mich schon gut mit, also die holt mich gut ab. Ich könnte mir auch echt gut vorstellen, hier, wenn es dazu einen Film gibt, den ziehe ich mir rein. Eine Serie gucke ich mir an. Und was auf jeden Fall. Von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Oh, guck mal. Oh, der erste richtige Gegner, oder? Sagt mir mal... Oh, Frostwache. Halten Sie Dreieck gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf- oder Distanzangriff zu verstärken. Wie speichert man denn hier eigentlich? So. Das mache ich einfach mal. So, Dreieck gedrückt halten. Oh, ich wollte eigentlich ganz gerne zielen. Ich habe also gerade was falsch gemacht, würde ich mal sagen. Warte mal. Okay, ich krieg das auch noch irgendwann hin, meine Damen und Herren. Kratos Erfahrungspunkte plus 32. Hallo Paul, herzlich willkommen und vielen Dank für das Prime Gaming Abonnement auf Twitch. Vielen, vielen, vielen Dank. So, ich muss gerade kurz überlegen. Also hier sind wir gerade... Wir haben uns hergekämpft. Das ist Ragnarök. Das ist also der neueste, der nicht mehr so neu ist, aber mit DLC. Ich weiß aber gar nicht, wann man im also überhaupt das DLC an sich sieht. So, nochmal. Ich mache jetzt nochmal, den. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wo sind sie denn? Da. Haha, jetzt haben wir's. Jetzt, bam, haha, so geht das nämlich, R3, bam, bam, hau ab, du Lauch. In Ordnung, ja, wo ist jetzt die Spur? So geht's. Weil bevor wir da hochgehen, würde ich sagen, habe ich hier noch was übersehen vielleicht? Wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier hochklettern können. Da ist erstmal Heilung. Wo ist der Gegner? Wo ist der? Da ist er. Ein Räuberling. Okay, R3 wäre auch hier möglich gewesen. Hätte man jetzt mit R3 wegboxen können. Jetzt sammeln wir erstmal das hier ein. So. Und was ist hier? Ist hier irgendwas? Nö. Ach, okay. Der hat sich einfach nur versteckt gehabt. Da geht es ja auch hoch links, aber wir gehen natürlich... wir gehen hier rechts hoch. Ist das das Gleiche? Guck mal, hier die... Ist das bei euch auch so jetzt, dass es blau ist? Nur mein Bildschirm, ne? Gras Alvana, herzlich willkommen. Es ist natürlich so, wenn wir ich den Wurf... Ich freue mich. Ich habe den, wie gesagt, noch nie gespielt. Die anderen Teile, ich bin jetzt echt gespannt darauf, ob ich da irgendwie irgendwelche Sachen wiedererkennen werde aus den alten Teilen, ja? Da bin ich wirklich gespannt drauf. So, da oben, guck mal, da müssen wir hin, glaube ich. Hier ist auch, guck mal, was ist das? Waren wir hier gerade schon? Warte mal. Wir sind, nee, ah ja, okay. So, müssen wir jetzt langlaufen. Okay, hier müssen wir durch. Ich verlaufe mich immer gerne mal, Leute. Ich bin da ein bisschen verpeilt, was so die Richtung angeht, wo wir hergekommen sind und wo wir hin müssen. Das kann also passieren, dass ich aus Versehen irgendwann mal zurücklaufe und das erst nach 10 Minuten merke. Das wäre durchaus denkbar, sage ich zwar. Wir können nicht durch, aber drumherum. Also hier geht's bluthoch, würde ich sagen. Also müssen wir auch da hoch. Und da oben steht ja auch eine Kiste. Also müssen wir irgendwie da oben über die Brücke kommen. Also müssen wir hier hoch. Was bist du denn eigentlich? Ich
Okay, das sind auch Räuber. Feuer! Links! Ja, warte mal. Ich wollte Dreieck drücken gerade, war dumm. Jetzt ja so. Ach ja, komm. Ich drücke immer den falschen Knopf, ne? Ja, jetzt will ich immer zum Ausweichen auf den rechten Steuerknüppel drücken. So, jetzt machen wir die erstmal. Pass auf, machen wir das so. Ja, wieder drücke ich den falschen Knopf, ne? Den muss ich drücken. Jetzt haben wir die auch. Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn drück gut die gelernt. Falschen? Das drück immer die falschen Knöpfe. Auf eine rissige Mauer klettern mit Kreis. Aha. Wo ist... Ach, hier. Da ist eine rissige Mauer. Also auch hier sehen wir jetzt, meine Damen und Herren, das sind diese... ja, das, ich bin da sowieso auch ein bisschen, was das angeht, immer ein bisschen verpeilt, ne? Da ist die Kiste. Also es geht mir auch bei anderen Spielen so. Bei Gothic, ich habe die Map immer noch nicht drauf. Unsere erste rote Kiste. Geschmiedetes Eisen. Werden wir später für irgendwas brauchen, bin ich mir fast schon sicher. Rüstung und sowas. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Ja, leise. Leise glaube ich nicht, weil, pass auf, wir werden jetzt hier irgendwas kaputt machen. Ach, guck mal. Da ist ja, ein Wasser. Das können wir natürlich mal so probieren. Oder du machst das. Aber ich komme ja gleich drüber. Wo muss ich denn? Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Wäre ich ja fast dran vorbeigerannt. Was bist du hier? Ach so. Ah ja. Da geht's lang. Ah. Hier liegt irgendwas rum. Eine Axt liegt hier rum. Kann man nicht mitnehmen. Okay. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Ja, es ist... Oh, komm, wollen wir Krawall machen? Lord Vermir. Mit Lord. Haben wir die jetzt angelockt, oder was? Nö, noch ist Ruhe hier. Da, ach, da hinten sind die, oder? Ah, da hinten sind die. Ja, mach doch mal die Kiste kaputt. Ich will mal gucken, ob ich in der Kiste was finde, was für mich relevant ist. Tod von oben. Sprinten Sie von einem Vorsprung und drücken Sie der Luft R1 für einen Tod von oben Angriff. Na, jetzt bin ich gespannt. Okay, das war so irgendwann mal nicht gemeint. Rechte Seite, Bruder! Du kannst die Kamera rumfliegen. Warte doch mal, also ich kann ja die Kamera drehen. Rechts von dir! Oh. Die Spur führt hier durch. Warte mal. Es kommen mehr. Ich probiere noch mal ganz kurz den Sprung. Oh. Wie soll es, warte mal, von einer Klippe springend. Warte mal, wir versuchen das jetzt nochmal. Also wie soll es funktionieren? Ich gehe hier hin, nochmal. Also ich gehe jetzt hier hin, dann sprinte ich da runter. Ah ja, so. So hätte ich es machen müssen. Tod von oben. Da hinten ist irgendwas zu holen. Einfach alles kaputt machen hier. Ich bin ein Gott. Ein Gott macht einfach alles kaputt. Zerstören einfach alles. So, okay. Dann gehen wir da hoch, okay. Ist da noch Licht an? Da ist noch eine... Naja, da sind noch zwei Fässer. So, hier geht die Blutspur lang. Aber warum die Blutspur überhaupt?
Also in den alten God of War Teilen musstest du einfach alles kaputt machen, gab es immer rote Orbs, ne? Und hier? Nischt, nischt. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Okay, nochmal den jetzt. Von hinten rücken, mein Freund. Feuer von oben. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf. So. Okay, warte mal. Ja, der Bär hat einen. Genau, der große Bär, richtig. Um den geht's ja. So, sollen wir mal ganz kurz gucken. Ich schieße die da oben gleich mal runter. Aber die will auch ein bisschen Feuer machen. Ach, über den falschen Knopf. Das kriege ich auch hin mit den Knöpfen, meine Damen und Herren. Man konnte doch auch zwei verschiedene Moves machen, oder? Ja, genau. Der ging auch. Haha, genau. Das ging nämlich auch. Wusste ich doch. Jetzt haben wir's. Ja, ich bin wieder drin. In der Gothic. In der God of War Welt. So. Wenn man immer nur Gothic sagt, ne, die ganze Zeit, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber ich bin wieder drin in der God of War Welt. So. Guck mal, ob's hier was im Topf gibt. Nö. Bräuchte vielleicht was zu essen, irgendwie. Was Grünes. So, was haben wir? Da hinten ist was Grünes, okay. Da schauen wir uns das mal an. Komm her hier. Ah, Mann, das muss ich noch lernen. Also ausweichen ist auf X auf jeden Fall. Das ist so, ist man gar nicht gewöhnt. Irgendwie ausweichen ist auch auf Kreis sonst. Was ist das da oben? Eine verschlossene rote Kiste. Also muss ich bestimmt irgendwo hinschießen, ne? Da kommen wir hoch. Hier muss ich mit Kreis dann. Ach ne, die ist nicht verschlossen. Ah ja, okay. Mir ist Eisen. Hier ist es relativ dunkel. Dann hüpfen wir wieder zurück. Zack. Wo ist er? Achtung, hinter dir. Kaputt machen wir den. Sprinten Sie vor einem Vorsprung und drücken Sie der Luft R1. Ach so, das haben wir gerade schon. Wo ist die? Na, ziehen wir erstmal. So, wo ist die? Da unten ist die Schnepfe. Ah! Okay, die ist kaputt. Da ist noch eine. So, soll ich lieber... Atreus, bist du hier? Ich geh mal da unten hin und hol mal die Kiste da, oder? Habe ich die jetzt total verpeilt? Dann gehen wir nochmal da unten lang. Aber ich muss ja bestimmt trotzdem hoch. Okay, ich muss das in den Zielen auf jeden Fall noch lernen. Dann machen wir das auch gleich mal ein bisschen. Oh, das sind ja griechische Vasen gewesen, oder? Waren das wieder griechische Vasen? So, muss ich oben lang oder muss ich hier unten? Hier sind wir hergekommen, würde ich... Nee, guck mal, hier ist alles noch ganz. Also bin ich hier nicht hergekommen. Aber wir gucken trotzdem mal, was da oben ist. Doch, ich bin hier hergekommen, oder? Ach, guck mal, weil alles wieder ganz wird immer. Ah. Weil das alles wieder ganz wird. So, okay, dann gehen wir wieder da hoch. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Ja, aber guck mal, so lange ist doch... gewütet, das muss ich sagen. So lange ist doch Atreus nicht weg. Atreus verfolgt. Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Atreus, also der ist doch so lange nicht weg. Wir reden doch... Wie lange hat Kratos denn jetzt geschlafen, als Faye ihn besucht hat im Traum? Der hat doch keine 2 Wochen geschlafen da. Oder? Na, Mimir hat ja auch kein Zeitgefühl, da kann das nicht wissen. Atreus, wo bist du? Oh, der Bär.